Top-Duell in der Regionalliga Nordost, der Berliner AK gegen die VSG Altlinicke. Beide konnten mit einem Erfolg an die Tabellenspitze. Der BRK in Rot vorn im Sturm mit Maike Sieten für den verletzten Kras Michi. Der holt sich den Ball im Mittelfeld und dann geht's ab. Sieten mit dem Steckpass auf Richter, der scheitert noch an Bethke. Und da kommt Keanu Schneider mit dem 1:0 für den BRK in der 11. Minute. Schneider, gebürtiger Berliner, kam von Werder Bremen 2 zurück in die Hauptstadt. Sofort Stammspieler, erstes Saisontor, Bethke erst noch stark und dann kriegt Bremer den Ball durch die Beine. Nur eine Minute nach der Führung. Altlinicke, bis dahin lief noch nicht so viel zusammen. Bei der VSG dann Gordon Büch, sehr gute Möglichkeit für die VSG. Das Team von Carsten Heine mit Babelsberg und Jena ja noch ungeschlagen in dieser Saison. Der BRK war aber das bessere Team. Spielte geradliniger Susek und wieder Bethke Belegu vor Meier, der auf den Abpraller lauerte. Altlinicke mit vielen offensiv ausgerichteten Spielern auf dem Platz. Da wollte Heine mal was ausprobieren. Tugay Usan probiert mal Traumtor aus. Starker Abschluss, aber Luis Zwick überragend. Schöne Flugeinlage. Die Ecke danach. Abgeköpft von Richter, dann Zigerci mit Platz. Der bleibt noch hängen. Gordon Büch und am langen Pfosten Belegu. Sie hatten gute Möglichkeiten in Hälfte 1. Belegu einen Tick zu spät, sonst wäre hier noch mehr drin gewesen. Insgesamt Altlinicke aber sehr fahrig und hinten mit halt sehr großen Lücken. Susek auf einmal frei durch Patrick Susek, 2:0. Bei Altlinicke fehlte in der Innenverteidigung Häusler, der wurde freigestellt. Gründe sind da nicht näher bekannt. Sein Fehlen merkte man. Bei Bremer und Zeiger passte die Abstimmung oft nicht so. Susek frei und mit seinem dritten Saisontor. 37. Minute, Freistoß Altlinicke, Zigerci. Er versuchte wieder viel, aber war etwas unglücklich an diesem Tag. Unglücklich auch dieser Ball von Bremer direkt in die Füße von Susek. Chance aufs 3:0 liegen gelassen, Aluminium rettet für Altlinicke. Offensiv noch nicht das, was man von der VSG in der Saison schon gesehen hat. Aber Usan, sie hatten ihre Chancen. Halbzeitführung für den BRK, starke Reaktion vom Duda-Team nach der ersten Niederlage vor 2 Wochen bei Chemie Leipzig. Durchgang 2 mit Altlinicke und Oden. Und wieder Zwick, wie schon gegen Usan in Durchgang 1. Top. 67. Minute. Quabe Schulz, der Innenverteidiger vom BRK. Marschiert, beziehungsweise darf marschieren. Sehr viel Platz für die Roten. Dann Janis Langen wegrutschen, aber perfekt für Joel Richter. Sie hatten schon vorher vielversprechende Konter, die sie nicht gut zu Ende spielten. Das hier die Vorentscheidung. Und Richter durch die Beine von Bethke. Duda brachte Olcik und Rogero. Die beiden hier in der Co-Produktion. Nächste Chance für den BRK. Altlinicke mit dem Ballverlust durch Breitkreuz und dann waren sie wieder sehr offen. Wieder Jamal Rogero. Altlinicke war mit 3 Gegentreffern noch gut bedient. 83. Minute, Abziehbild von der Szene eben. Wieder der einfache Ballverlust von Bremer dieses Mal und Jasola mit viel Platz hebt den Kopf. Ach nee, ich mach selbst. 4:0. Mit seiner Erfahrung bleibt eiskalt. Hat ja schon Champions League gespielt, viel erlebt. Aber wie sie hier gemeinsam jubeln, das sagt viel aus über den BRK in dieser Saison. Da passt einiges. Jasula schon mit Saisontor Nummer 3. Ja, alles drauf auf Kamera und zu sehen bei Ostsport TV. 4:0 für den BRK, eine Demonstration. Herausragende Leistung. Nah dran am Optimum, wie wir Fußball spielen wollen. Mit Ball, gegen den Ball in den Umschaltphasen und deswegen, seitdem ich hier bin, absolut unsere stärkste Leistung. Ja. Wir haben sie 4-mal eingeladen und haben sie bestraft. Und wir haben es heute auch nicht verdient gehabt, irgendwas mitzunehmen. Die Chemie stimmt beim Berliner AK. Da jubeln die Ältesten im Team wie kleine Kinder. Ich glaube, das zeichnet uns aus, diese Saison. Dass jeder für den anderen läuft, kämpft
Und in der Liga kannst du leider nur so überstehen, sage ich mal. Der BHK ist mit diesem Sieg wieder